Ich bin Sarah Wiedner und ich bin Fotografin. Mein Mann und ich, wir haben auch zwei Kinder, den Ben und die Sophie. Und wir haben auch einen Familienhund, das ist der Max. Wir sind beide berufstätig und daher spielt die Zeit natürlich bei uns auch eine ganz große Rolle. Einfach, weil wir zu wenig davon haben. Wir bekommen oft Besuch, sei es jetzt von Kindern, von Freunden oder auch, dass Kunden zu mir kommen. Daher lege ich auch ganz großen Wert auf Sauberkeit. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, den CX-7 von AEG zu testen. Bei einem Staubsauger ist für mich ganz besonders entscheidend, dass er eine gute Leistung hat und einfach und unkompliziert in der Handhabung ist. Der Sauger ist total leicht. Damit können wir unseren Boden saugen. Mit dem hier, der ist für kleinere Aufgaben gedacht. Er hat kein Kabel, so wie mein bisheriger Staubsauger. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist die Elektrosaugbürste hier an dem kleinen Handteil. Denn damit kriege ich sogar die lästigen Hundehaare runter von unserem Sofa. Mit dem LED-Licht hier vorne kann man übrigens viel besser in die dunklen Ecken sehen. Bei meinem vorherigen Staubsauger haben sich immer unten an der Bürste die Haare so verfangen. Und das Problem hat man hier jetzt nämlich auch nicht mehr, weil da gibt es einen Knopf und da reinigt sich die Bürste von ganz allein. Zusätzlich gibt es noch ein Zubehörset für die schwer erreichbaren Stellen. Und damit schaffe ich sogar, die Spinnweben an der Decke zu entfernen. Der Akku hält 45 Minuten und das hat locker gereicht, um das ganze Haus zu saugen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass in unserem geputzten Haus noch so viel Schmutz zusammenkommt. Der Sauger ist total klasse, weil er immer und überall schnell einsatzbereit ist. Egal, ob ich jetzt unter dem Sofa sauge oder an schwer erreichbaren Stellen wie die Treppe, seitdem ich ihn habe, fühlt es sich ehrlich gesagt gar nicht mehr nach Staubsaugen oder Arbeit an. Mit dem CX-7 geht jetzt alles viel schneller. Das habe ich ehrlich gesagt so auch nicht erwartet. Und das Beste ist, wir haben jetzt sogar noch mehr Zeit mit der Familie.